Und hier haben wir noch ein bisschen Holz, das können wir auch super gebrauchen. So, 52 Magier werden sich vielleicht stellen. Aber Sekunde, zuerst mal noch die Kreaturen hier ausheben. Drei Liches, vier Geister und heben wir uns den Drachen mal auf. Würde ich sagen, den heben wir uns mal auf. Drachen bauen wir dann ganz am Ende auf einen Schlag, würde ich sagen. Dann machen wir dann alles flüssig. Und dass die Armee von Isabel immer kleiner wird, ist gerade auch nicht unbedingt toll. Aber kann man auch nichts machen. Tja, warum können die eigentlich nur ein Feld da laufen? Das verstehe ich mir überhaupt nicht wieder. Aber wir machen sie immerhin wunderbar tot. Würde ich sagen, was machen wir denn noch? Geben wir ihnen doch einfach mal die Verwirrung drauf für einen Zug. Bringt vielleicht ein bisschen mehr als die Verlangsamung. So, jetzt haben wir sie wenigstens schon mal ordentlich auseinandergezogen. Und das hat auch nochmal schön wehgetan. Und der Zauber doch hat die Verwirrung also nicht viel gebracht. Zombies! Drache! Hey! Und die Vampire machen es fertig, wenn sie rankommen, wenn nicht der Flügel im Weg ist. Ha, schön. Ist es nicht wunderbar? Ich find's toll. So, das sind normale Liches, die wollen wir nicht. Der eine Gefallene ist wieder aufgestanden, das ist super. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Wissenssteigerung ist auch nochmal super. Das heißt, 10 mehr Mana-Punkte. Gremlin-Meister sind auch total super, alles super. Haut ab. Von euch will ich nichts. Ah, Schwefel, ha? Dann gehen wir am Ende nochmal gucken, was hier noch so abgeht. Aber ich denke, die Inseln holen wir uns dann nicht mehr unbedingt. Könnte man zwar noch machen, Zeit haben wir ja auf jeden Fall noch über. Aber ich denke nicht, dass wir das wirklich brauchen, um zu gewinnen. Ah, ein paar Untote, Adversaten, wunderschön. Machen wir mal die flächendeckende Verlangsamung. Verwirrung bringt ja nichts bei Untoten. Kollektive Verlangsamung natürlich. Drachen auch nach vorne. Die Geister sowieso. Und einmal auf die Liches schießen, würde ich sagen. Dann können die schon nicht mehr anrichten. Dab, 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 dab. Hier. Lieber mal versuchen, mehr Treffer auf euch zu landen. Jetzt schauen wir mal, wen sie angreifen. Ah, die Vampire. Sehr schön. Die haben vorbeigeschlagen. Das war natürlich weniger schön. Hier möglichst viele Treffer auf die, wie gesagt. Aber euch hauen wir jetzt mal so um. Hier, ihr macht die doch wirklich schnack. Aber die 7 Schadenspunkte machen dann auch nicht mehr. Jetzt treffen die hoffentlich. Ja, und damit ist es nämlich schon beendet. Und jetzt gucken wir mal, was das Bergwerk uns bringt. Das ist nämlich das Spannende. 1000 Goldstücke pro Tag. Na, was sagt man da? Das ist natürlich super. Hey. Wir brauchen trotzdem viel, viel mehr. Wir müssen es halt jetzt versuchen, uns über das Gold zusammenzutragen. Da kriegen wir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen Erz noch. Und wer hätte es gedacht, die Geister sind eingebaut. Ah, ich komme nicht ran. Das habt ihr so geplant, ihr Mistkröten. Okay. Wir ärgern die jetzt richtig schön hier mit unseren Zaubereien. Und die wehren sich, das heißt, ich gehe mit dem Drachen mal nicht ran, sondern zuerst mit den Vampiren. Ha, und die landen einen Supertreffer. Und oben wird's geisterig wieder mal werden.
Da wird unsere Gespenster-Geister-Front angreifen. Mit Markal würde ich sagen, nehmen wir ihn doch einfach nochmal ein bisschen vom Schaden weg. Okay. Wie bereitwillig sie sich in den Tod stürzen. Wunderprächtig. Wie geht's euch? Ziemlich gut. Aber ihr könnt jetzt eh nichts mehr machen. Dafür macht ihr fertig. Guti. Dann war das, glaube ich, nur ein Skelettschütz insgesamt. Mal gucken, ja. Und ein paar Schreckgespenste kommen noch erwecken, also nehmen wir sie doch einfach mal mit und gut ist. Oh, hatte eine Garnison da drin gehabt. Ha! Sachen gibt's. Ha! Zwei Engel kenne ich doch. Ihr wart früher mal auf meiner Seite und genau ihr zwei wart das. Dann macht freundliche Bekanntschaft mit dem lebenden Tod. Ja. Okay, dann ballern wir mal hier drauf. Gucken wir mal, was die jetzt treiben, so die Engel. Ja. Das ist irgendwie immer so, wenn die Engel gegen irgendwas kämpfen von diesen großen bösen Sachen. Früher waren es die Teufel, jetzt ist es hier der Sensenmann. Das ist immer so herrlich, wenn das passiert. Das hat so eine hübsche Ironie irgendwie. Und macht fertig, kommt schon. Das ist hier alles nur noch pro forma. Eigentlich vertreiben wir uns ja nur die Zeit, bis wir genug Rohstoffe gesammelt haben. Wir haben keine dunkle Energie, also vergiss es. Ein paar Viecher haben wir auch wieder platziert. 15, das ist nicht schlecht. 5 Steine haben wir auch. Jetzt schauen wir nochmal, was es kostet, das ganze Ding. So lange soll es ja jetzt doch nicht mehr dauern. 20 und 15 Steine haben wir also schon genug. Das heißt, es würde noch 4 Runden dauern. Die können wir uns doch bestimmt um die Ohren schlagen. Dann haben wir immer noch gut 3 Wochen über. Nee, ja. Erstmal gucken, wie viele das sind. Wäre der Plan. Und es sind 84 und hier sind es 62. Ja, da haben wir gerade schon gegen einen schlimmeren Trupp gekämpft. Na, hier ist also die Werft für die südliche See. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ich verzichte auf die Insel. Passt das? Jawohl. Die können nämlich fliegen hier unten. Mit euch machen wir einen Hopper nach vorne. Hier mit euch genauso. Dann einfach mal die Verlangsamung, wie immer. Reiht euch hinten ein. Komm nicht ganz ran, verdammt. Das haben wir mal wieder so geplant, garantiert. Werden schön hinter uns wieder reinspringen und die Liches und die Bogenschützen angreifen. Vielleicht können wir sehr... Warte, halt, stopp. Also wir können auf jeden Fall... Nee, können wir nicht. Zombies, ganz ehrlich. So nutzlos. Vielleicht können wir sie verwirren. Vielleicht bringt sie das jetzt so direkt vor ihrem Zug. Nee, so richtig viel hat das jetzt mal wieder nicht gebracht, die Verwirrung. Leider. Aber dafür haben sie sich jetzt sowieso schon großteils selbst umgebracht. Also, die Vampire springen sie noch von hier an. Und unsere Gespenster dürfen jetzt auch mal zuhauen. Wir machen das nämlich schon.
Okay. Der ist wieder aufgestanden, der einzige Gefallene. Weil wir so ein cooler Nekromant sind. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Mehr Gold, das ist ja gar nichts. Okay, wir haben aber ihn auf jeden Fall angezogen. Das heißt, es war noch was Nützliches, das wir hier gefunden haben. Hey, Bogenschützen. Fleet. Und was haben wir da? 112 Gargoyle. Die werden sich... Na, weiß ich gar nicht. Ja, die fliehen. Okay, was haben wir da noch? Ah, das Kleeblatt. Ist das hier ist noch was. Steigert noch die Moral für die nächste Schlacht. Na, super. Und im Weg stehen 16 Reiter. Kein Problem. Die wollen es natürlich wissen. Könnte aber vollkommen vergessen, Leute. Nutzen wir das, wenn sie so schön nah dran stehen. Zack, bumm. Ah, dann könnt ihr bis hierhin. Gefahrlos. Ihr könnt... Pass auf, wenn wir die Geister hier hinstellen, müssen die Vampire hier hin, sodass wir sie richtig ordentlich ausblocken können. So, was soll das? Einfach mal draufschießen. So, und wie ihr seht, können sie hier jetzt nirgends durch. Die könnten nur hier unten noch durch. Und das blocken wir jetzt auch mal. Jetzt haben sie keine Chance, irgendwie an unsere Schützen ranzukommen. Stellen wir die mal noch hier hin. Und so müssen sie sich jetzt selbst umbringen. Schade, schade. Ja, kein Interesse, euch anzuhören. Ich wollte euch nur unter mein Joch bringen. Das gehen wir jetzt mal noch holen. Nein, anscheinend doch nicht. Und jetzt sind wir fast soweit. Noch eine Woche oder so. Gucken wir mal fix. Können natürlich noch für diese Woche jetzt die Vermehrung erhöhen. Es wäre vielleicht fast klüger, wenn wir das jetzt noch machen, solange wir noch die Woche jetzt haben. Die Rohstoffe dafür hatten wir ja locker. Dann müssen wir dann nur noch ein bisschen Quecksilber kaufen gehen. Ah, Engel. Und noch mehr Artefakte. Wunderbar. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht wirklich. Wir holen es uns trotzdem an, wirklich mal hier diese 1000 Erfahrung-Dolmen hinzustellen. In so einer Mission ist komplett dämlich und sinnlos. Wieder vom Spieldesign her. Weil, was bringt dir jetzt noch 1000 Erfahrungen? Gar nicht. Hey, Geister können nicht mitspielen, mal wieder. Freude und Spaß. Aber die Vampire machen das. Haha. Krass. Okay, das war's also auch schon mal wieder für die. Vampire haben's rausgerissen. Diese kranken Viecher, ey. Und noch etwas mehr Gold für uns. Deswegen wollte ich hauptsächlich hier hinter. Und oh, Quecksilber auch noch, stimmt ja auch. Ach nee, das ist eine Halskette. Cool. Passend zum Mantel, den wir gefunden haben. Dann bringt's ja doch was. Und 4 Quecksilber kommt uns sehr, 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 sehr gelegen. Ja, ja, nach 3 Wochen bis zur Mondfinsternis, alles klar. Und so eine Kreaturenwoche hatten wir auch schon ewig lang nicht mehr. Ah, dann steht er jetzt hier oben im Weg, ja? Schlechte Idee.